Lassen Sie mich mal hier vorbei, junger Mann. Danke sehr. Wunderbar. Aus Gebiet fliehen. Und damit haben wir die erste Café-Theatre-Mission abgeschlossen. Beenden Sie mehr Renovierung im Café-Theatre, um Mission von Madame Gose freizuschalten. Okay, also immer wenn wir was renovieren, dann gibt ihr uns eine neue Mission und wir können damit Gold machen. Aber jetzt müsste doch dann eigentlich auch... Das hier machen wir gleich mal aus. Müsste doch dann eigentlich auch unser Einkommen gestiegen sein, oder? Das will ich mir jetzt aber auch nochmal angucken. Wo ist es denn? Das Theatre. Theatre ist einfach so schön auszusprechen. Französisch ist übrigens, auch wenn ihr es nicht könnt und nicht versteht, wenn ihr so ein Dialekt, nicht Dialekt, Akzent sprechen wollt, ihr müsst überall ein Ö anhängen. Ich spiele, ich habe einen Let's Play-Kanal. Ich mache gerne Assassin's Creed Credo. Assassin's Credo. Okay, wir haben schon sogar eine neue Mission von der, weil wir ja schon mehrere Renovierungen abgeschlossen haben. Und jetzt nehme ich mir aber gleich mal hier wieder mein Gold. Ah, seht ihr? Jetzt kann ich bis zu 380 anhäufen. In dieser Dose, bevor ich es dann ausleeren müsste, bevor sich es wieder weiter auffüllen kann anscheinend. Was können wir denn noch renovieren? Können wir was renovieren? Nee, das können wir uns alles noch nicht leisten. Dann hat sich das doch auch erledigt. Verdammt, ich denke immer, komplett canceln B, aber mit B aktiviert man die Kacke dann immer. Warum ist denn B gleichzeitig bestätigen und deaktivieren? Das macht keinen Sinn. Okay, junge Frau, haben Sie denn schon eine andere Mission für uns? Dann können wir die ja trotzdem gleich mal markieren. Vielleicht liegt sie auf dem Weg. Die Assassinenkontakt hat berichtet, dass die Informantin Colette womöglich enttarnt wurde. Arno muss herausfinden, ob das der Fall ist. Falls sie tatsächlich in Gefahr ist, muss er sie in Sicherheit bringen. Und danach haben wir eine neue Terrasse im Café Theatre zur Verfügung. Machen wir das? Obwohl es wahrscheinlich für uns ein bisschen zu schwer ist. Aber wir versuchen es mal. Sie ist posing als eine Scholarie-Maid near Port Saint-Denis. Wir brauchen Sie, um die Innkeepers zu tailen, find out, if they suspect her, and get her out, if she's in danger. Cool. Wir müssen also jetzt den Wirt von irgendwo finden und ihn beschatten, um rauszufinden, ob sie tatsächlich wissen, wo unsere Kollegin ist hier. Nein! Ich Arschloch. Sorry, das wollte ich nicht. Ich will den richtigen. Ich will den richtigen. Nein, nicht schießen! Nicht schießen! Ich will den Verbrecher für euch stoppen! Alter, ist das dein Ernst? Komm her, du! Scheiß Verbrecher! Aua! Ja, und jetzt wieder das Ganze einheimsen, oder was? Gut. Alles klar, wie weit ist denn der Typ weg? Oh, da wäre vielleicht... Ah, wir haben Massenereignis beendet. Uplay-Aktion wurde beendet. Sie haben 5 von 5 Massenereignis beendet. Beenden Sie das ganze Set, um eine Belohnung zu erhalten. Ja, wo ist meine Belohnung? Nicht nur ein Achievement, oder? Oh, 500 Livre erhalten. Sehr schön. Gibt es irgendwo in diese Richtung ein Schnellreiseziel? Ja, natürlich. Das ist es? Ja, oder? Schnellreise. Oh. Die haben wir noch nicht freigeschalten, daran liegt's. Ja, okay, Leute, dann würde ich doch jetzt sagen, bevor wir uns jetzt ewig in die Richtung aufmachen, machen wir doch jetzt einfach mal der Kult des Baphomet. Heilige Objekte stehen, um an den Baphomet-Kult aufgenommen zu werden. Da machen wir doch jetzt erstmal unsere nächste Hauptmission, oder? Das macht doch, glaube ich, Sinn. Und da die direkt tatsächlich bei einem Aussichtspunkt ist, nehmen wir den auch mal in... Angriff, starten quasi auf dem Dom von Notre Dame und werden dann jemanden töten, der sich am Notre Dame aufhält. Ich bin gespannt, ich freue mich. Da, 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 da. Mittlerweile ist Tag. So, versuchen wir doch mal, ob wir hier runterkommen. Okay, Arno. Ich will runter. Genau. Du müsstest eigentlich bloß... Okay, Arno. Ich habe gedacht, du kannst hier super Control descenden, aber du stellst dich heute ein bisschen quer. Konnte ja keiner ahnen, ne? Hallo. Du sollst auf... Das ist unglaublich. Den habe ich doch schon synchronisiert. Unfassbar.
Okay. Warum der jetzt nicht da runtergeklettert ist einfach? Das kann schon wieder, versteht schon wieder kein Schwein. Controlled Descent, alles super lecker, alles ohne Hängen und so. Hm. Na jetzt komm, mach ihn. Ja, wunderbar. Und jetzt runter. Und da oben auf dem Dach wartet schon unser Kontaktmann auf uns. Alles klar. Ich werde mir jetzt einfach mal merken, dass hier der Untergrundeingang zum Dom ist. Vielleicht kann ich das für meinen Vorteil nutzen. Tschüss. Hallo Kontaktmann. Ich bin da. Da-da-da. Los geht's. Die Beichte. Charles Gabriel Siver, einer der Männer, die Monsieur de la Serre ermordet haben, trifft in Notre Dame einen Klienten, findet heraus, was er weiß und tötet ihn. What's our plan? Our plan. You're not an apprentice anymore, boy. So study your surroundings. Devise your own plan. I'm not here to hold your hand. No targets unreachable. Out of the way. Move. Where the hell is Duchesneau? Oh. If you can't find a weakness to exploit, make one. You've secured the cathedral? Oui, monsieur. Good. Tell Siver. I'll meet him inside. Opportunities everywhere. It's on you to take it. You! Get back here with my keys! Thieves! And if all other plans fail, sacrifice yourself for the cause, your life for his, before Altair. That was the Levantine approach. You mean a dagger in broad daylight as I'm cut down where I stand? Sends a powerful message. I'll do it my way. Whatever you think best, assassin. Damit will er uns wohl signalisieren, dass wir uns nichts einbilden sollen. Wir sind einer von vielen. Severe eliminieren. Alles klar. Einmalige Attentate stehen zur Verfügung. Geheimzugänge stehen zur Verfügung. Zugänge gibt es insgesamt 10 in diesem Dom. Leck mich am Arsch. Und 2 Alarmglocken. Okay. Ja, das mit dem Schlüssel ist natürlich reizend, aber irgendwie widerstrebt es mir. Ich möchte nicht. Das möchte ich nicht. Lassen Sie mich mal hier runter. Flonk. Gucken wir doch mal, was es. Ach nee. Ach nee, den hat jemand zugemacht. Na gut, dann gucken wir doch mal, was wir alles machen können. Also. Da vorne ist jemand, der einen Schlüssel hat, oder? Das ist der Typ mit dem Schlüssel. Kann das sein? Scheint aber bewacht zu sein, oder? Okay, die gehen da in dieses Haus rein. Okay, wir versuchen jetzt mal was ganz Ausgeflipptes. Hallo Damen, was machen Sie denn hier oben? Kann ich den jetzt einfach so bestehlen? Notre Dame-Schlüssel erhalten, es hat funktioniert. Ja, Kinder, ich gebe es natürlich zu. Diese Mission hier ist ja die eine große Gameplay-Mission gewesen, die man gezeigt hat im Singleplayer-Modus. Und deswegen kann man da natürlich wunderbar einfach auch. Ja, jetzt haben wir hier natürlich die Schlüssel zu sämtlichen Geheimgängen, glaube ich auch. So, schauen wir mal. Ist das der Eingang? Interagieren. Klick, Schlüssel. Wundervoll. Sind die jetzt Gegner? Oh oh. Ja, genau. Wir müssen ja niemanden töten. Wir betäuben jetzt einfach mal bloß. Zack. Aber looten kann man dafür. Der wird auch nicht wissen, wie ihm geschehen ist. Klick. Okay, läuft hier auch einer rum. Das wäre natürlich scheiße. Kirschbomben haben wir gefunden. Ha! Ha! Okay.
Hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen schleichen. Da vorne ist nämlich schon wieder einer. Hoffentlich dreht er sich nicht plötzlich um. So. Ganz ruhig, geh schlafen. Geh schlafen. Attentate aus dem Versteck müssen wir ausführen. Keine Alarme auslösen ist natürlich unser Hauptziel, ne? Tja, wie machen wir das jetzt? Ich schätze mal, dieser Heuwagen da ist auf jeden Fall ein Point of Interest für uns. Wo ist denn überhaupt unser Ziel? Ist der schon drin? Ah ja, er ist schon drin. Wunderbar. Alter, geh da rein! Flutsch! Huh. Okay, das kriegen wir hin. Amen. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hä? Huh? Der sieht die Katze dort. Oh mein Gott, die ist sogar getriggert. Verdammt, den habe ich getötet. Den hätte ich natürlich auch niederschlagen können. What? So eine Scheiße. Und man kann es wieder... Doch, letzter Checkpoint laden. Ja. Ja, ja, ja. So will ich das natürlich... Warum haben die sich denn umgedreht? Ich bin doch geschlichen. Ist hier irgendwo ein Eingang? Nee, das ist nur der hohe Turm. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Guck mal, da ist ein Ausrufezeichen. Da ist ein Ausrufezeichen, ein Ausrufezeichen. Steht da etwa einer rum? Wer ist das? Ah, das ist der Typ, dessen Schlüssel wir geknallt haben, oder was? Hallöchen. Wieso gehen Sie weg, wenn ich mit Ihnen sprechen will? Das haben wir doch sprechen. Ah. Ist der quasi ein Kontaktmann von uns? Genau, ich habe ihnen den Schlüssel wiedergebracht, deswegen darf ich jetzt auch die Tür mit ihm benutzen, ne? Habe ich recht? Kepu Bunis, hat er gesagt. Ich gehe dann schon mal hier runter, gell? Nicht, dass es sie stören sollte. Das sind bloß Kerzen. Was denn? Ist der Gottesdienst vorbei, oder was? Okay, okay, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Ah, der Orgelspieler. Alles klar. Na komm schon. Tot. Tot, 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 tot. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt wird schon auf uns geschossen. Okay, Kinder, ich will das langsam haben. Das ist ja wohl der beschissenste Eingang des Jahrtausends da oben, wenn sofort zwei Wachen vor einem stehen. Hm. Das ärgert mich. Was mich am meisten ärgert, ist, dass ich nicht einfach beim ersten Versuch... Das ist... Also so richtig ausgereift ist er nicht, der kontrollierte Abstieg. Dass dieser Sprung in den Heuwagen nicht funktioniert hat. Von diesem Kabel aus beim ersten Versuch. Sonst wären wir nämlich schon lang am Ziel. Achso, der lässt uns nicht rein. Dann müssen wir wohl hier hoch, ne? Ich fand's so cool, dass es so geil angefangen hat, dass ich den Schlüssel gefunden habe und so weiter. Aber jetzt geht's hier natürlich wieder völlig in die Binsen. Weil alles andere wäre auch zu einfach. Ah, hier ist wieder der Eingang. Na? Und hoch. Schwupps. Und rein. So. Mach so auf die Tür. Wunderbar. Und jetzt lässt du mal hier ein bisschen Schleicherei zu. Ah, wir sind diesmal ein bisschen weiter an der Seite. Aha, aha. Da unten ist die Glocke. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Mist, es geht ja nicht. Es muss doch eine Möglichkeit geben, in diesen blöden Heuwagen zu springen, oder? So. Jetzt warten wir einfach in dem Ding schon auf ihn, oder? Das wäre doch eine Möglichkeit. Du mieses...
Darf doch nicht wahr sein. Es ist mir verwehrt, hier Stealth Approach zu machen. Stirb! Das kann nicht so doof dastehen. Und jetzt könntest du auch langsamer sterben. So, kommt jetzt hier mein Freund langsamer? Nee, er kommt nicht. Doch. Oder? Da hinten ist er, 31 Meter weg. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich die Leichen sehen und dann ist das hier... ist die Sache geritzt. Oh mein Gott! Das ist dann doch ganz schön fordernd, dieses Schleichen. Keine Ahnung, woran es hier jedes Mal hängt. Es nervt. Vielleicht hätte ich ein bisschen vorsichtiger einfach vorgehen müssen. Ich glaube, das wäre das Rätsels Lösung gewesen. Oh oh. Oh 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 oh. Something is not right. Na dann geh erstmal beichten, wenn irgendwas nicht stimmt. Lass das mal deine Leute machen. Digga, wo gehst du hin? Und... ja! Feierabend! Wait here. See that we're not disturbed. Oh shit. Monsieur Latouche. I'm here to see the King of Beggars. Come with me. The intrigues of rats! Pompous fool, if I could lay my hands on him. Well, what's so important you had to pull me away from my daughters? You're right, monsieur. Too much of the king's champagne. Sylvia, come away! Wir haben es gesehen. Kann ich den nicht plündern? Doch, kann ich. Der hat bestimmt einen Haufen Geld dabei. Okay, Gott sei Dank weiß ich einen Ausgang aus diesem Ding hier. Hier ist niemand. Oh doch, hier ist jemand. Okay, dann könnt ihr halt auch noch alle sterben, wenn wir eh schon Blutbad anrichten. Blindsided, gebe ich dir gleich. Au. Na? Willst du mich verweilen, Schwert-Champion? Okay, Kinder, das läuft hier gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also im weiteren Spielverlauf werden wir uns auf jeden Fall um mehr Stealth bemühen. Hier irgendwo ist ein Geheimgang. Ich weiß es. Ach, da vorne. You can see it. I can see it too. So. Knack. Ist das Symbol da wichtig? Ja, anscheinend schon. Aber das Ergebnis spricht für sich. Wir machen das Ding natürlich wieder zu, dass keiner diesen Durchgang je findet und er für immer unser kleines, dreckiges, schmutziges Geheimnis bleibt. Dafür haben wir diesmal keinen Alarm ausgelöst. Wieder die Attentate aus dem Versteck nicht, aber dafür sind wir einfach noch nicht geübt genug in dem ganzen Scheiß, glaube ich. Das ist das einzige Problem. Wenn jetzt noch einer sagt, wie es hier weitergeht, beziehungsweise hier raus. Hier raus. Alter, ist das jetzt ein ganzes Netzwerk von Tunneln? Ist das ein ganzes Netzwerk von Tunneln? Du müsstest mich hier irgendwo wieder rauslassen. Wär nicht schlecht. Hui! Durchgerutscht. Okay. Das ist unfassbar. Hier wird es doch wohl irgendwo wieder rausgehen. Hello? Ah! Sonne! Ach, grüß Sie, Gott. So, Kinder. Dann haben wir es ja wohl geschafft. Tauchen in der Menge unter, entfernen uns vom Blada de Notre Dame. Und der Mörder des Vaters unserer Geliebten ist tot. Und das ist auf unseren Mist gewachsen. Wunderbar, wir haben das Henkersbeil erhalten. Und wir haben die Erinnerung abgeschlossen. Und 3 Credo-Punkte. Auch nicht schlecht. Deacon, do you read? What the hell is that? I'm here, Bishop. That's a service suite. Abstergo's looking for you. And they're close. Damn it.
Can you open a server bridge? Hey, come on, it's me. Already on it. Couple of seconds. Initiate. We're opening a server bridge. Find the portal and pass through before the suite finds you. Got it. Go. Do you see it? They're hard to miss. Jumping from one Helix server to another should buy you a few more hours. If it doesn't, we're screwed. Well, we're not screwed. It's your initiate that gets the brunt. Deacon, you're not helping. What the fuck? Wo ist dieses komische... Wo ist dieses Ding, wo ich reinspringen muss? Sie haben doch gesagt, do you see it? I don't see it! Komisches... Ich sehe halt gar nichts. Wow, da ist Absperrung. Das da vorne ist, glaube ich, auch Absperrung. Ja. Oh, 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 oh. Irgendwo hier ist was, wo ich reinspringen muss. Muss ich diesen Schockwellen... Laufen die quasi zum Zentrum? Was ist das denn? Ach du Kacke. Das ist quasi ein Riss in der Software oder was? Irgendwie so? Outside the main simulation now. This will throw Abstergo off your trail for a while, but you'll also run into a lot of incomplete and corrupted code. Which probably explains why the people here aren't quite here. Okay, was zur Hölle? Wir sind immer noch in Frankreich. Looks like the late 1800s. Now this is a Paris I wouldn't mind visiting. Maybe another time. Right now, you need to get to the exit portal. I can't see a path through, though. See if you can find a route underground. Underground. Dann gib mir doch mal eine Markierung, wo ich hin soll. Einen Metro-Ausgang finden. The Belle Epoque looks a lot cleaner than revolutionary Paris. Don't you think? Fewer beheadings, too, I bet. Tja, spätes 19. Jahrhundert, ne? Da herrschten hier schon andere Zeiten. Okay, damit sagt's mir dann, oh, ich hab's gefunden. Wo ich hingehen muss, das ist cool, das ist cool. U-Bahn? Okay, ihr könnt losfahren. Ah, ich hab was. What? Ah, liebe Kinder. Ein Bug. Herzlich willkommen. Letzter Checkpoint. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wir starten. Ein Bug, der uns hat durch die Grafik segeln lassen. Hm. Muss jetzt natürlich auch nicht unbedingt sein. Aber gut, was soll man machen? Dann gehen wir halt mal da vorne hoch. Vielleicht ist es das. Das Licht leitet uns. Das heißt, Kriegszeiten sind auf jeden Fall schon... Nee, Kriegszeiten sind noch nicht vorbei. Letzte, also Ende 19. Jahrhundert, also 1800, in den 1890ern befinden wir uns gerade. Sehr cool. Okay, ich hoffe, ich nehme den richtigen Weg auch. Okay, muss ich da überhaupt hin? Ne, ich glaube nicht, oder? Hier muss ich hin. Ne, muss ich auch nicht. Okay, da. Ah, okay, gut. Immer da, wo Licht ist, Chor. Immer da, wo Licht ist. Da geht es weiter. Okay, perfekt. So. Meine Güte, dass da Arno aber auch überhaupt keinen Kommentar zu abgibt. Wisst ihr so, was ist das? Sind das metallene Monster, die auf Schienen fahren? Ich weiß nicht mal, was Schienen sind. Irgendwie so in der Art, nichts. Krasser Typ. So. Irgendwo kommen wir ja schon hin. Flutsch. Oh crap. Schaff man nicht, schaff man nicht. Aber dann schaffst du nicht.
Meine Fresse. Was ist denn hier los? Ich will wieder raus. Maschenzüge gibt's immer noch. There you are. And you found the exit. Good. It's an unstable vortex of energy, so there's no telling how it will disrupt the simulation. Alter, was passiert da? Wieso ist denn hier alles so windig? Holy crap, sieht aus, als wäre hier ein Tornado oder sowas. Seht ihr das? Okay, genau. Auf diesem Rohr muss man doch langlaufen können, oder? Nein, kann man nicht. Aua. Okay, immer zwischen diesen Windstößen muss ich, glaube ich, loslegen. Heilen, heilen, heilen. Was ist denn hier los? Und weiter. Ah, da vorne geht's hoch. Ich sehe den Aufstieg. Oh, 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 oh. Und weiter geht's. Wow, die Performance hier ist schon echt scheiße, das muss man einfach mal sagen. Ubisoft, Ubisoft. Ja. Denn, für die, die es nicht wussten, die Freiheitsstatue ist ein Geschenk von Frankreich an die USA. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. See you on the other side. Shit! Sehr geil. Ich hoffe, sowas gibt's noch öfter. Riss freigeschaltet. Riss-Tutorial. Fin de siècle. Toll. Keine Ahnung, was das heißen soll. Gut. Alles klar, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. And we're back. Not everyone is so fortunate their first time through a bridge. Sometimes our initiates are trapped in the system and we have no choice but to send someone like you in to rescue them. In fact, one of our initiates is caught in a Bellapox server right now. If you're not too exhausted, you can re-enter the bridge and rescue him. All right, back to work, initiate. Wow, einer von ihren Leuten hat noch steckt da noch drin fest? Den befreien wir. Und jetzt, liebe Leute, Pariser Geschichten, Überfälle und Risse. Damit können wir Geld verdienen. Karten- und Anzeigefilter. Oh, jetzt haben wir einen Filter an der Karte. Wunderbar. Gut, liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung. Ich würde aber sagen, an dieser Stelle machen wir hier mal ein kleines Päuschen. Ihr seht, die Leute können sich alle nicht leiden. Die hier streiten mit denen hier. Und dazwischen stehen Wachen, die einfach sich freuen, dass sie ihr Geld mit sinnlosem Rumstehen verdient haben. Da versucht einer. Da versucht welche reinzulaufen. Haltet sie auf. Keiner tut irgendwas. Keiner tut irgendwas. Liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mal eine kleine Pause. Wir sehen uns alle das nächste Mal wieder in Assassin's Creed Unity. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, in Zukunft werden wir unsere Mission dann auch ein bisschen schleichender ausführen. Das habe ich fest vor. Das kriegen wir hin. Bis dahin, macht's gut und bis dann.